Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich bestimmt ein paar Themen ausgesucht, was mich eigentlich alles zerstört zurzeit bei YouTube und wegen den ganzen Kommentaren und die ganzen Abonnenten und all was noch drankommt oder was dazugehört. Wer Interesse hat oder wer Bock hat, das sich anzuhören, dann bleibt dran nach meinem Intro. So, da fange ich jetzt mal an. Diesmal filme ich vom Bett. Also ist ganz spontan. Ich bin auch nicht geschminkt. Ich bin erkältet. Aber das ist mir wurscht, weil ich in der Meinung bin, ich drehe, wie ich Bock habe. Wer da keine Lust mehr hat, weiterzuschauen, dann muss einfach abschalten. Es zwingt ja niemanden dazu. So, ja, da fange ich erstmal an. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, dass ich nicht vergesse. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal durcheinander an, weil es kommt eh alles wie durcheinander, weil es eh nie nach Plan geht. Warum ich erstmal jetzt 2 Wochen nicht online oder kein Videos mehr hochgeladen habe, weil mich die ganzen Kommentare geschockt hat. Oh, kriege ich keine Luft mehr. Ich weiß, ich habe euch gesagt, ihr könnt eure freie Meinung dazu schreiben, auch ehrlich sein, das könnt ihr auch weiterhin schreiben. Nur ich finde, bei manchen Kommentaren ist irgendwie unüberlegt, einfach reinzuschreiben. Ich sage nur einen Kommentar, das ist gar nicht so lange her, ich will auch keinen Namen nennen oder gar nicht. Ich habe nämlich am Anfang auch ein paar Videos gedreht, wo ich ganz frisch angefangen habe. Da war Qualität scheiße. Da hatte ich auch kein richtiges Handy gehabt, weil ich filme zurzeit alles noch mit dem Handy. Diejenigen wissen das und weil eine Vlog-Kamera oder eine richtige Kamera zu kaufen ist auch richtig teuer. Deswegen, für meine Augen brauche ich das noch nicht, weil ich noch nicht so viele Abonnenten habe. Weil ich erstmal gucken wollte, wie das ankommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, bei einem Kommentar fragt jemand, ob mein Kind behindert ist oder ob ich behindert bin. Wo ich das Kommentar gelesen habe, ist mir erstmal, ich weiß nicht, ich war dann so sprachlos gewesen. Wie kann man zu einem Kind sagen, ob das Kind behindert ist? Ich schock. Also für sie gedreht habe, die war auch aufgeregt, dann war sie zappelig. Du kannst von einem Kind nicht verlangen, ganz halt ruhig zu sein. Deswegen, das hat auch mit der Qualität zu tun gehabt, mit dem Video, das nicht so gut ankam. Aber manche Leute sollen mal daran überlegen, wie man das schreiben soll. Ihr könnt weiterhin alles schreiben, aber halt nur überlegen, was ihr genau schreibt. Weil ich habe das zu meiner Tochter das nicht gesagt, wer was geschrieben hat. Weil das würde für sie traurig machen. Ich bin behindert, also nicht behindert, aber schwerhörig bin ich. Also mit meinen Ohren habe ich von Kleinkind schon, ich bin schwerhörig und brauche Hörgeräte. Das heißt, ich kann hundertprozentig nicht hören wie ihr, ganz normale Leute. Also von meinen Augen bin ich nicht behindert, aber man kann dazu sagen, schwer behindert, weil ich ja schwerhörig bin. Das war das Thema Nummer 1. Dann kamen auch ein paar Anfragen, also ein paar Nachrichten. Ich will, wie gesagt, ich will auch keinen Namen nennen, von vornherein keinen Namen sagen. Da kamen ein paar Nachrichten an, warum wir alle um Abonnenten betteln. Ja, wir betteln nicht, wir sagen nur oder geben euch Tipps, wenn ihr von unten nichts mehr verpassen wollt. Dass ihr nicht immer in der Suchleiste suchen müsst und gucken müsst, wann das Video wieder online kommt. Deswegen sagen wir auch immer, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Oder wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert und das ist kostenlos. Das müsst ihr nicht, aber viele fragen trotzdem, warum wir betteln. Wir sagen das nur, um euch zu ersparen, dass ihr in der Suchleiste nachsuchen müsst, ob wir wieder ein Video online ist. Weil so, wenn ihr dann uns abonniert habt, könnt ihr ja dann sehen, ob wir ein Video online ist oder nicht. Deswegen sagen wir das. Also Gottes Willen, wir betteln nicht. Das ist, für mich ist das so. Ich kann nicht sagen, was halt andere darüber jetzt denken, aber ich bette nicht. Ich sage nur, um euch zu erleichtern im Internet oder in der Suchleiste. Deswegen sage ich das immer so. Also nichts jetzt Falsches ankommen bei euch. Ihr könnt auch gerne wirklich alles nochmal unten drunter schreiben, wenn ihr irgendwelche Anfragen habt oder wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Ansonsten. So. Dann hat mir einer geschrieben. Ich will.
wie gesagt, keinen Namen nennen, nochmal jetzt zum vierten, fünften Mal. Ich sag gerne doppelt. So, dann hat einige gefragt, dass mein Vlog irgendwie so langweilig wäre. Ich sage es nochmal, ich filme, wie es kommt, wie mein Tagesablauf ist. Ich gehe jetzt nicht irgendwo hin, nicht extra so begeistern, so oder sowas. Ich mache das so, wie ich das denke, zu filmen. Ich mache wirklich real im Leben, was gerade so los ist bei mir. Und da nehme ich euch gerne mit. Da haben die welche geschrieben, der Vlog ist so langweilig. Guck mal bei anderen Familien Vlog. Da ist ja mehr Action und sowas. Und dann ist wieder das Thema, ja, ich soll bei anderen abgucken. Das wäre für mich dann auch Quatsch, weil dann wieder irgendwelche Kommentare kommen wieder. Du hast ja auch nur abgeguckt. Das ist das, was ich vermeiden will, weil ich so drehe, wie ich das möchte. Und ich möchte nicht wie andere abgucken und das nachfilmen. Leute, ich habe vornherein gesagt, ich filme, wie ich das möchte. Ich bin, wie ich bin. Geschminkt, ungeschminkt, wie auch immer. Weil ich gucke nicht gerne von Leuten ab. Es kann sein, dass mein Name mal vorkommt, weil ich gucke ja zurzeit Mami von Tammy. Das ist ja das ähnlich wie Mami von Lena. Das ist das Einzige, was ich abgeguckt habe. Aber ansonsten drehe ich meine Videos, wie ich das mir denke, ob das richtig ist oder ob mir das gefällt. Weil, guck mal, wenn ich jetzt Videos bearbeite, gucke ich dann selber, ob mir das gefällt oder nicht. Wenn mir zum Beispiel das nicht gefällt, lösche ich das, dann kommt halt kein Video online. Ansonsten, ich gucke niemals von anderen ab, wie die das drehen oder was die für einen Tag erlebt haben oder sowas. Also, nein, wer jetzt kein Interesse mehr dran hat, meinen Kanal weiter zu gucken, weil es dann doch zu langweilig wird, meine ganzen Vlogs oder meine Themenvideos, dann sollte mein Abo-Liste deaktivieren, wie auch immer, oder abschalten. Das kommt nämlich Punkt Nummer 3 oder 4, keine Ahnung mehr. Warum schreiben Leute weiterhin rein, das gefällt nicht, ich mag dich halt nicht, oder das ist nicht mein Typ, aber gucken das Video trotzdem an, das verstehe ich nicht. Vielleicht haben manche Langeweile, ich weiß es nicht, oder ob das denen Spaß macht. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden ein Video angucke, ich kenne den nicht, ich gucke das Video an und gucke es zu Ende, dann überlege ich mir, ob das mir gefallen hat oder nicht. Wenn nicht, dann gehe ich weg, da gehe ich für einen anderen Kanal, also den anderen Kanal weiterzuschauen und nicht in den Kanal weiterzugucken, wenn es mir nicht gefällt. Ich weiß nicht, manche machen das wirklich nur aus Langeweile, keine Ahnung. Ich will euch auch nicht unterstellen, jetzt kann ich nicht mehr reden. Ich will euch nicht unterstellen, deswegen, wenn euch der Typ oder derjenige nicht gefällt, weil er so hässlich oder ungeschminkt ist oder weil er fettische Haare hat oder so welche Haare hat wie ich, dann müsst ihr den Kanal deaktivieren. Punkt Nummer 5. Manche Leute verlangen auch schon YouTuber von Anfang an perfekt zu machen. Aber jeder steht mal am Anfang. Weil, guck mal, du kannst jetzt nicht irgendwo eine Kamera jetzt ausgraben und vloggen. Das ist so eine tolle Qualität. Und das Bearbeitungsprogramm, hier wo du Video bearbeitest und welche Effekte oder Titel oder Vorspann, das kostet auch Geld, den Bearbeitungsprogramm. Also ich habe ganz normale Bearbeitungsprogramme von meinem Laptop noch. Das war kostenlos, mit dem komme ich auch gut zurecht. Den kann ich mal euch unten nochmal verlinken, der mir so gefällt. Also die Seite, was ich zurzeit bearbeite. Und deswegen, ich verstehe das euch nicht, warum ihr sowas große Herausforderung uns verlangt, dass wir gleich perfekt filmen sollen. Wir filmen, wie wir das möchten oder wie wir das richtig halten. Und Punkt Nummer 6, wir geben uns Mühe, Videos zu drehen, weil ihr auch ein paar Wünsche habt, die wir auch erfüllen wollen. Zum Beispiel Frage-Antwort-Video habe ich auch noch nicht gemacht, das kam auch vor kurzem erst. Und das müsste auch so eine Aktion erstmal laufen und das dauert halt ein bisschen, bis das mal online kommt, weil manche wollen ja gleich sofort online kommen. Aber das geht halt nicht, weil wir noch ein Leben haben. Weil YouTube ist nicht das Leben, das ist ja nur ein Hobby.
Weil guck mal, ich gehe arbeiten, habe eine Tochter, ich muss den Haushalt noch schmeißen, dann einkaufen, dann haben wir noch Termine. Deswegen, weil das ist ja nur ein Hobby, YouTube, das ist ja nicht das Leben. Weil es gibt ja Leben noch von draußen. Und da muss man ja auch gucken, wie man das macht. Deswegen kommt ja auch nur zweimal in der Woche das Video von mir online. Weil es gibt ja manche Kanals, wo jeden Tag Vlogs kommen. Sorry Leute, wenn ihr darauf steht, dass ihr jeden Tag Videos sehen wollt, dann müsst ihr den Kanal deaktivieren. Weil den Wunsch kann ich nicht erfüllen, weil ich arbeitstätig bin, also berufstätig bin und Haushalt machen muss, Termine, wie gesagt, alles machen muss. Und das wird dann zu viel. Da habe ich ja da keine Freizeit mehr. Und kann mit dem Kind auch nicht beschäftigen oder spielen, weil ich die ganze Zeit am Handy oder am Laptop bearbeiten muss, das Video. Das geht nicht. Also, wie gesagt, ich sage es jetzt nicht nochmal. Und ja, das hat mich so runtergezogen mit den Kommentaren. Deswegen habe ich erstmal 2 Wochen Pause gebraucht. Ja, da hat eine liebe, nette Freundin aus WhatsApp, die ich mir zurzeit sehr viel Kontakt habe. Sie hat mich wieder aufgebaut. Schalt auf die Kommentare, hör nicht auf die anderen. Mach einfach dein Ding. Entweder die müssen uns akzeptieren oder auch nicht. Ja, diejenigen werden auch schon gemerkt haben, warum ich so komisch rede oder warum ich stottere oder warum ich ein paar Wörter wiederhole. Ja, ich habe auch Sprachprobleme, weil ich mich selber nicht höre. Also, wer es euch stört, dann müsst ihr gehen. Es haltet euch niemand fest auf meinen Kanal. Und in Zukunft, überlegt ihr, was ihr schreibt. Ihr wisst ja, ich schreibe immer was dazu. Ich habe auch nie die Kommentare auch gelöscht. Ich habe die alle genehmigt. Auch die schlechten Kommentare. Weil man muss auch die Meinung vertragen, aber ihr müsst trotzdem euch überlegen, wie ihr das schreibt. Und somit beende ich auch mein Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Und jetzt bette ich um meine Abonnenten. Nein, das war jetzt ein Witz. Wer natürlich abonnieren möchte, abonniert direkt unten drunter auf den roten Button. Wer mich verfolgen möchte auf Facebook, Instagram und Snapchat, da verlinkt ist alles unten in der Infobox. Und dann sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.